Ja, von der pauschal dotierten Unterstützungskasse in der Rechtsform einer Stiftung würde ich persönlich abraten. Für mich gibt es keinen vernünftigen Grund, warum ich das machen sollte. In einem Verein ist das Vermögen auch absolut geschützt. Das ist eine Körperschaft. Das ist auch so geregelt, dass niemand in die Körperschaft hineingreifen kann. Aber natürlich die Möglichkeit besteht, auch Überschüsse, nicht benötigtes Kassenvermögen letztendlich in das Unternehmen wieder zurückzuführen. Das sind Themen, die in einer Stiftung schwieriger zu lösen ist. Und dann ist natürlich ein Verein ein Instrument, das von viel mehr Menschen bearbeitet werden kann. Wir haben ja auch bei uns schon eine Reihe von Stiftungen gegründet, allerdings nicht für die pauschal dotierte Unterstützungskasse, sondern für Vermögensnachfolge, Familienstiftungen, solche Dinge. Hier halte ich das Ganze aus meiner persönlichen Meinung rein für ein Marketing-Gag. Das war auch die Frage, die Sie gerade gestellt haben. Ich sehe keine Notwendigkeit und ich sehe persönlich auch große Nachteile, wenn man das Ganze so macht und so gestaltet. Aber letztendlich kann es jeder tun, wie er gern möchte. Es gibt auch die eine oder andere alte Unterstützungskasse in der Rechtsform der Stiftung. Sie brauchen aber bloß im Internet einmal googeln und Sie werden merken, es gibt Stiftungen, die pauschal dotierte Unterstützungskasse haben, die aber nicht wieder in der Rechtsform einer Stiftung, sondern als eingetragener Verein, weil es einfach klassisch der richtigere oder bessere, der flexiblere und auch der weniger abhängig machende Weg letztendlich ist. Das ist meine Meinung zu dem Thema und damit gebe ich Ihnen auch ein bisschen recht, was Sie gerade gesagt haben. Ja.